So Leute, ich chill jetzt hier gerade mit der Kerstin auf der Hotelveranda und ich werde jetzt mal so ein Feedback geben über Thailand, wie, wo, was, vor allem was es kostet, warum ich hier hingehe. Checkt's ab. So Leute, checken wir mal das Zimmer hier ab und zwar, ich finde es unterwegs immer sau wichtig, eine kleine Küche zu haben, also selber was kochen zu können und vor allem, was muss natürlich dazugehören, ein Kühlschrank. Ganz wichtig, Kühlschrank, die Getränke brauche ich zwar nicht, aber vor allem, wenn ich Früchte oder andere Dinge kühl halten will, ganz wichtiger Punkt. Dann zweitens, Bad. Was finde ich beim Bad immer extrem wichtig? Ich mag immer einen einigermaßen coolen Duschkopf, der hier, der passt eigentlich. Große Dusche. Dann natürlich noch die Putzfrau mit inbegriffen. Nee, Spaß. War natürlich ein Scherz. Was ich auch immer extrem cool finde, ist, wenn man beim WC ein bisschen Platz hat. Es gibt ja wirklich so Klos, da ist hier das eine Ende und dann ist da das andere Ende. Und das macht natürlich wenig Sinn. Jetzt gehen wir mal weiter. Hat man jetzt hier noch so einen kleinen Büroraum. Das finde ich eigentlich auch immer wichtig. Ja? Ankleide ist jetzt für mich nicht so wichtig, aber Büroraum ist halt einfach wichtig. Hier relativ großes Bett. Ich mag immer, wenn die Matratzen nicht zu weich sind, die sollen immer ein bisschen hart sein. Fernseher brauche ich eigentlich nicht, ich schaue nämlich nie Fernseher. Dann ein relativ nicer Blick. Sehr schön. Direkt hier Pool am Start. Das ist ziemlich geil. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich nachts mal länger arbeite und nicht da am Schreibtisch arbeiten will und auch nicht dort arbeiten will, wo die Freundin schläft, ist ein zweites Bett eigentlich immer ganz cool. Zweites Bett, Laptop nebenhin. Und das Coole ist, dass hier in Chiang Mai das Internet fast am extrem gut ist. Also ich brauche meistens, um ein Video hochzuladen auf Dropbox, ein Video, was ungefähr 10 bis 15 GB hat, circa eine Stunde. Also Internet ist richtig, richtig geil. So, wo wir jetzt gerade schon in Thailand waren, sprechen wir mal so allgemein über die Preise. Also so ein Zimmer kostet jetzt hier vielleicht in Chiang Mai knapp 100 Euro. Und ich würde sagen, in Deutschland kostet sowas wahrscheinlich schon um die 200 Euro, also auch mit Pool, mit Frühstück inbegriffen. Das Frühstück ist richtig geil, das filme ich vielleicht morgen noch mal früh ins Ab. Also wirklich ein sehr gutes Frühstück, da ist alles mit dabei. Und ganz allgemein, wie sind denn so die Lebensunterhaltungskosten hier? Wir haben circa einen Wechselkurs von 1 Euro sind 40 Baht. Okay? Und 40 Baht ist eigentlich schon so eine halbe Mahlzeit. Das heißt, wenn ihr jetzt hier ins Restaurant gehen wollt, dann kostet meistens so ein Gemüsecurry mit Reis ungefähr 80 Baht. Das wären dann 2 Euro. Das heißt also, fürs Essen müsst ihr hier am Tag vielleicht irgendwo, je nachdem wie viel ihr esst, zwischen 5 bis 10 Euro ungefähr einplanen. Aber es gibt auch günstigere. Gerade da, wo sehr viele Thais hingehen, da kosten die Currys teilweise auch nur zwischen 30 und 40 Baht. Also ganz genau. Also man kann es also wirklich noch günstiger machen. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar zu den Früchten am Markt. Da kostet meistens eine Kokosnuss ca. 1 Euro, würde ich sagen. Ja, ja? 1 oder ja? 1,50. Circa 1 bis 1,50. Jetzt haben wir noch hier ein kleines Fitnessstudio. Wir haben jetzt hier den kompletten Pool am Start. Da oben ist noch so eine Auschill-Location mit Restaurant. Also die haben hier ein Restaurant, das ist auch noch mit dabei. Relativ gute Preise, aber eher westliches Essen. Also wäre jetzt nicht so mein Style. Ich mag eigentlich eher so das Thai-Essen. Da haben sie, glaube ich, nur so 2, 3 verschiedene Curries. Aber die werden natürlich auch nach und nach noch das Menü ein bisschen ausweiten. Auch mit unserer Hilfe hier teilweise. Hier drüben haben wir die Dusche. Und jetzt zu den Früchten so allgemein. Also für so ein Kilo Mangos zahlt man meistens auch so 1 Euro bis 1,50 Euro. Für so ein Büschel mit 10 bis 12 Bananen auch circa 1 Euro. Für eine Papaya zahlt man circa 30 Cent. Also Früchte sind sehr günstig, Essen ist sehr günstig. Und dann kommen wir noch zu dem Thema Massagen. Also Massagen, da bezahlt man meistens so für eine Fußmassage zwischen 150 bis 200 Baht. Also so zwischen 4 bis 5 Euro. Und dann gibt es eben noch Thai-Massagen, die hier richtig gut sind. Also unsere Lieblingsmassagen sind eigentlich Thai, oder? Mhm. Dann Fußmassage. Und Rückenschulter. Und Rückenschulter, das sind eigentlich so unsere Lieblingsmassagen. Die mussten nach dem Stress in Deutschland mal wieder richtig ausmassiert werden. Ganz genau, ganz genau. Und die kosten hier immer so für 60 Minuten, wie schon gesagt, zwischen 3 bis 5 oder 6 Euro. Und Trinkgeld gebe ich eigentlich meistens so 100 Baht, also so 2,50 Euro gebe ich so meistens Trinkgeld für eine Stunde. Und
hätten wir jetzt mal hier so preislich die meisten Sachen durch. Ein Motorbike, also so ein Motorroller pro Tag, der kostet zum Volltanken, und mit dem könnt ihr also fast eine Woche fahren, der kostet zum Volltanken circa 2 Euro. Ja, so 2 Euro, 2,50 Euro zum Volltanken. Dann kostet der zum Leihen am Tag meistens so auch wieder zwischen 3 bis 5 Euro. Und dann gibt es auch immer so wöchentliche oder monatliche Rabattstufen. Also Motorroller übelst günstig, dann allgemein Taxi und Tuk-Tuk kostet auch, um durch die ganze Stadt zu fahren, vielleicht ein paar Euro. Also auch alles extrem günstig. Flug nach Thailand, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich würde immer so schauen, dass ich einen Flug zwischen 500 bis 1000 Euro kriege. Meistens wird sich's auf skyscanner.de einpendeln zwischen so, ich würde jetzt mal behaupten, 700 Euro. Jetzt gehen wir mal noch ganz kurz hoch, schauen uns das Restaurant oben an. Wenn man eine Wohnung haben will, also es gibt jetzt auch extrem viele Leute, die ich kenne, die sich halt eine richtig geile Wohnung in Thailand holen. Das kostet dann meistens so 1000 Euro. Es gibt schon richtig günstige Wohnungen in Thailand, so ab 150 Euro pro Monat. Und wenn man jetzt in so ein billiges Hotel oder Hostel geht, dann kann man mit so 10 bis 20 Euro rechnen. Und ein richtig gutes Hotel eigentlich schon, will es ja zwischen 50 bis 100 Euro die Nacht. Und dann gibt es natürlich noch die brutalen Hotels. Und die sind dann so 200 bis 300 Euro pro Nacht. Hier ist also wirklich chillig. Hier ziemlich easy zum Abchecken, zum Abchillen. Und ich finde Thailand also wirklich so allgemein zum Chillen, muss ich sagen, richtig geil, Leute. Weil das Essen ist extrem gut und günstig. Die Hotels sind ziemlich gut und günstig. Man hat ein gutes Internet. Fitnessstudio-Eintritt kostet so 1,50 Euro vielleicht bis 2 Euro. Da gibt es dann aber auch Rabatte für Woche und Monat. Dann die Massagen sind günstig und das Wetter ist geil. Also ich hatte jetzt hier die letzten 3 Wochen jeden Tag 30 Grad, keine großartigen Wolken am Himmel, keinen Regen und einfach zum Abchillen halt top. Ja? Wirklich, wirklich top zum Abchillen. Man kann auch dann wirklich Ausflüge machen nach Vietnam, zu den umliegenden Ländern. Was soll ich sagen? Für mich ist es wirklich perfekt, um hierher zu kommen. Im Januar, Februar, März, so 2 bis 4 Wochen einfach zum Abchillen, das Jahr planen. Und wie schon gesagt, für mich als Online-Unternehmer, was gibt's Besseres? Und ansonsten, ich werde jetzt dieses Jahr noch nach Südafrika gehen, nach Dubai werde ich wieder gehen, USA, stehen extrem viele Dinge auf dem Plan. Und ich werde so oft gefragt, hey Karl, machst du nur Online-Business? Und die Sache ist die, ich mache natürlich auch Immobilien. Das ist natürlich eine Sache, die ja, wie schon der Name sagt, Immobilien in Deutschland. Aber das ist halt auch meistens von anderen Leuten verwaltet und auch jedes einzelne Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel auch die Juicery in Deutschland oder so oder andere Sachen, die dort stationär sind, die lasse ich meistens von Geschäftsführern verwalten. Bin dann natürlich die ganze Zeit am Start, was die Zahlen betrifft, die Ideen, die Exekution, aber das tägliche Business mache ich eigentlich nie wirklich selber. Ich bin da immer extrem flexibel, bin da auch immer in Kontrolle und schaue, was wie wo läuft. Aber mein Hauptbusiness kann auch mal monatelang weg sein. Egal wo ich bin, solange ich Internet habe, ist eigentlich alles in Ordnung. Und selbst mal, wenn ich jetzt 2 bis 4 Wochen weg wäre, weil ich kann immer locker 2 bis 4 Wochen vorarbeiten, bin ich auch noch easy am Start. Ja, das war jetzt mal das Thailand-Feedback, würde ich sagen. So Leute, jetzt machen wir hier gleich unseren eigenen Smoothie, den hauseigenen. Da haben wir jetzt hier die Bananen am Start, also die kleinen, die geben die Konsistenz. Die sind so ein bisschen fester und machen das Ganze richtig cremig. Dann haben wir hier noch diese schönen gerundeten Bananen. Die sind ein bisschen süßer, geben die Süße. Dann haben wir jetzt hier einen Salat. Normalerweise nehmen wir den Romana-Salat. Der hat extrem viel Kalzium, viel Vitamine. Wir machen dann einen grünen Smoothie draus. Dann haben wir hier noch Minze mit drin. Wir haben hier Limette. Dann haben wir hier Ingwer mit drin. Der sieht in seiner Originalfassung so aus. Also hier haben wir den Ingwer. Das sind dann die Ingwer-Shreds. Da haben wir Mango. Und diese kleinen Bananen, die geben dann noch ein bisschen eine andere Farbe und eine andere Süße mit rein. So, eine Mango. Wir nehmen jetzt von diesen Bananen hier, nehmen wir jetzt 2 Stück. 1, 2. So, dann nehmen wir von diesen kleinen noch 2. Dann gehen wir her, nehmen von dem Ingwer nur ein bisschen, nur ungefähr so viel.
Ja? Nur ein bisschen von dem Ingwer. Mehr wollen wir nicht haben. Dann nehmen wir bei der Limette, nehmen wir eine halbe und machen auch hier die Haut außenrum weg. So, es kommt hier oben rein. Dann gehen wir her, nehmen bei der Minze drei so richtige Blätter hier, beziehungsweise drei richtige Stängel. Machen den Stängel aber an sich weg. Das riecht schon. Boah, das riecht brutal geil. Wirklich die Minze und die Zitrone riecht kombiniert brutal gut. Dann gehen wir her, nehmen beim Salat circa einen halben Salatkopf. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Blätter. Zack. Machen das rein. Nehmen dann Wasser. Also Leute, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Eis mit rein. Ein paar Eiswürfel. Dann nehmen wir noch ein großes Glas Wasser mit rein. Zack, ja. Und dann hauen wir das Ganze auch schon durch. Okay. Hauen wir das Ganze auf. Schauen wir es uns an. Schaut euch mal die Farbe an. Ja. Jetzt gehen wir her. Nehmen das Glas. Machen das Glas schön voll. Und dann holen wir noch hier 2, 3 Stück Minze, was wir oben drauf machen. Ja, das könnt ihr hier sehen. Und wir machen noch eine kleine Scheibe Limette ab. Wir klemmen die Limette noch hier ein. Und wir sind fertig, Leute. Wir sind fertig. Ich probiere mal. Sehr gut. Und Leute, falls ihr hierher kommen solltet, gibt's den Smoothie, den wir jetzt gerade gemacht haben, unter dem Namen Double K Healthy Smoothie zum Probieren. So, und ich gehe jetzt wieder zur Massage. Heute wollen wir allgemein mehr über Persönlichkeitsentwicklung, Business, auch Online-Unternehmungs, auch Online-Business und so weiter erfahren wollt, dann geht erstmal runter in die PDF. Checkt dort unten in der PDF mal meine kostenlosen Tipps ab. Und dann wird es jetzt in Zukunft sehr bald ein Newsletter geben und das eigentliche Business-Basis-Level. Das eigentliche Business-Basis-Level, Programm Nummer 1, wird momentan schon von ein paar hundert Testpersonen abgecheckt, getestet. Und sobald die dann fertig sind mit den ganzen Reviews, dann gehe ich her und werde es für die Öffentlichkeit veröffentlichen. Und wir werden auch jetzt mit der neuen Struktur dann in Zukunft ein Video pro Woche machen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und so weiter. Ich bin jetzt raus, das war's.